Ganz genau. Los, doch, komm. Headshot. Mit dem Carsten nicht schwer, ne? Tannenholz, okay. Fest darauf. Tannensetzling, da braucht man bestimmt 4 oder so von, ne? Oder 5. Es gibt in Hexit gibt's auch so einen richtig, richtig geilen Baum. Wie heißt er noch? Ich glaube Redwood oder so. Der ist einfach richtig gigantisch. Ich glaube, ich weiß, welchen du meinst. 5x5 oder so brauchst du. Ich kann dir nachher mal was zeigen. Kennst du den Heiligen? Den Gummibaumsetzling? Oh, da werde ich dir mal was zeigen. Aber leider kann ich das hier nicht machen, weil die Welt kann es dafür immer vergessen. So, das sollte reichen an Setzlingen. Ich kriege auch neuerdings keinen Fallschaden mehr. Ja, das ist wegen dem Phoenix. Exit hätte ich mir einfach so eine goldene Feder. Nee, Phoenixfeder oder goldene? Ja, goldene Feder oder diese Wolkenboots. Okay. Cloud Boots? Ja, genau, Cloud Boots. Englisch 1. Ich sollte. Es sind Sommerferien. Joa. Da darf man schon mal etwas verkacken, was die Englischkenntnisse angeht. Joa, ein bisschen, ne? Bei mir ist es jetzt gerade ein bisschen stumpf, weil wir haben eine Britin jetzt in unserem Server-Team und mit der muss ich ja noch in Englisch schreiben, weil die halt kein Deutsch kann. Als Developerin oder? Ja, sozusagen. Ich glaube, Johnny hat sich eingeschleimt und die Adminerin gegeben oder so. Weiß ich gerade nicht. Kann sein. So, wir haben jetzt allen möglichen Quatsch. Ich werfe erstmal ein bisschen was weg. Belladonna-Samen, okay. Schneeglöckchen. Belladonna hört sich ein bisschen italienisch an. Belladonna. Oh, Belladonna, ja. Ja, ich mache einfach alles zu. Pizza. Ich mache einfach alles zu rosenrot. So. Da sollten wir jetzt genug von haben. So. Dafür haben wir. Also, das haben wir jetzt zusammen. Das haben wir. Du brauchst noch Dias. Das haben wir. Scheiben hast du auch. Weil Dias haben wir auch. Das wird ja kein Problem sein. Und dann kommen hier zwei Dias hin. Das war hier. Scheibe war in der Mitte. Das war doch bestimmt. Ja. So? So, ne? Ein Kreuzungsrohr, aber das reicht nicht. Wir brauchen ein Schnittstellenrohr, ne? Ja. Ah, dafür brauchen wir jetzt Gold Nuggets und Redstone. Gucken, ob wir schon Gold Nuggets haben. Ja, toll. Dann machen wir uns welche. Hier, ja, das muss reichen an Gold Nuggets. Fast zu viel. So, Redstone haben wir auch eine Menge. Ist einfach kein ganzen Stack raus, sondern zwei 63er Stapel. So, war das so? Ja, glaube schon. Ne? Verdammt. Ach, verdammt, falsches Rohr. Warte. So, jetzt. Schnittstellenrohr. Oh, das kann doch nicht wahr sein. So, 16 Routen Schnittstellenrohre. Ja. 64 Item Transportrohre. Und wir brauchen ein Bestellrohr. Aber auch nur eins, ne? Dafür brauchen wir auch wieder ein Kreuz noch. Also nochmal alles von vorne. Oh, würdest du hier diesen Backcrafter geben? Das wäre cool. War das nicht Endcrafting Table oder so? Von Twilight Forest? Ja, kann sein. Den haben wir doch bei MBC LPT mit drin. Dann ab in die Hölle.
Dann ab in die Hölle. Mach davor aber das Inventar leer und vor allem von Kisti auch. Oder nein, Truhe. Entschuldigung. So, kommt das da rein, das kommt da rein. Den tue ich mal hier hin. Trui, komm her. Namensschilder gibt's hier schon, ja, ne? Nametext, ja. Aber die kann man auch nur finden, nicht bauen. Oh, hätte Lust. Ja, lass Trui hier. Ich tue Trui in der Truhe. Könnte man mehrere Truis in Truhen. Könnte man mehrere Truis in Truis reinpacken? Also, dass so ein Trui eine andere Trui aufsammelt. Das wäre ein Versuch wert. Dann wäre das die ultimative Truiception. Ganz genau. So. Dafür brauche ich noch Stahlwerkzeug, fällt mir gerade ein. Ich habe meine drei und noch fürs alle. Ah ne, doch nicht. Sollte uns mal ein Gast über den Weg laufen. Machen wir einen kurzen Prozess mit dem. Schade, dass ich keine Behutsamkeit habe, das wäre super. Wieso? Ja, du kriegst deinen Glowstone-Block raus, packst den Pulverizer und kriegst immer vier raus. Weil sonst kriegen wir hier immer nur 2, 3, selten mal 4. Nein! Aber du wirst dich schon richtig darauf freuen, Glowstone abbauen zu dürfen, wenn du dann so eine richtig overpowered Tinker's Construct bezackerst. Weil das ist dann so verdammt schnell. Ich hab doch eine. Ich muss nur mal gucken. Bio hatte mir irgendeine zusammengezimmert. Die war aber, glaube ich, nur Reinforce mehr nicht. Man kann ja alles mögliche Quatsch darauf hauen. Du kannst sie ja auch mit Strom aufladen und alles, habe ich gehört. Ja, aber das ist nur, wenn du die C2 hast. Ach so. Ich nicht verlesen. Okay, das weil Nils sagte letztens, dass das geht mit Flux hier. Wie heißt mit den Thermal Expansion Quatsch Zeugs. Ich sammle einfach mal das ganze Ding hier zu Ende, dass wir ein bisschen was haben auf Tasche. Man weiß ja nie. Ja. Das kann man auch noch nicht abbauen, ne? Nee. Was ist da los, ey? Ich glaube, der ist gerade in so einen komischen Busch reingeflogen. Die stellen sich aber auch an, sind richtige Mimosen. Früher waren die fast. Da hatte man noch Angst. Oh, meine erste Minecraft-Nacht. Das war cool. Ich hab mir hier eine Dreckhütte. Nein, geh weg! Ja. Doch, man könnte sich auch mal eine Butze aus Fleischblöcken bauen. Ich finde das einfach nur epic. Vor allem, dass sie immer noch so lebendig sind. Wir müssen nicht die Hexen im Lebkuchenhaus, sondern Multi mit dem Fleischkuchenhaus. Ganz genau. Los, doch, komm. Headshot. Mit dem Gas nicht schwer, ne? Headshot. Oh, so ein Netherrack brauchen wir nicht. Doch, die sind voll selten. Stimmt, ich sehe die überall nicht vor lauter Netherracks. Ah, hier ist der Server. Warum geht das auf dem Server nicht? Das bin ich krank. Ja, MBC Light. Dauert auch noch eine Weile, ehe das rauskommt. Ich habe letztens mal ein bisschen mit Extra Trees rumgespielt. Das fügt, was weiß ich, 200 Bäume zu oder so. Die du jetzt alle züchten kannst. Und da gibt es noch eine ganze Menge ID-Mismatches. Ich wollte mir das Obst da rauspflücken. Aus so einem Limonenbaum. Was kommt mir da rausgeflogen? Ein Motor. Ein Motorenbaum. Wer hat den Fernseher ausgemacht? So, wir haben mittlerweile schon 11 Gasträhnen, da könnte man sich mal was mixen, was Tolles. So ein Tränkchen. Jo, ja. Und dann machen wir uns mal eben das. Dann brauchen wir noch. Dann brauchen wir noch. Gold Nuggets hast du noch. Pack mal ein paar weg, dass ich Platz hab. Und dann brauchen wir, die mache ich mal eben zu Fleischblöcke. Kannst du die eigentlich essen? Ich
Ich glaube nicht. Ah, schade. Das wäre voll cool. Und ein Fleischbrocken da? Warte, ich probiere das mal mit denen. Auch nicht. Wäre cool, ja. So ein Dia? Ne, zwei Dia. Ne, doch, zwei Dia, ne? Ne, warte, oder? Ich glaube zwei. Ja, doch, doch, ja. Und eine Glasscheibe. Ach, jetzt haben wir die Dinge. Oh. Oh. So geil. Nee. Verdammt. Ja, wäre jetzt Tui da, ne? Die Welt ohne Tui ist keine gute Welt. Eine Welt ohne Truhe ist eine Welt ohne Truhen. Und das schon wieder ein Truhenception. Das werden wir nicht los. Ich glaube, so muss ich die Folge nennen. Eigentlich, wir sind schon zwei Folgen weiter seit der letzten Truhenception. Okay, da. Was ist das? Konkret, okay. Ja, das ist Beton. Achso, dann pass auf. Hä? Like a boss. So, 16 Kreuzungsdinger. So, jetzt mache ich sofort ein Bestellrohr. Zwei Dias, 6 Redstone. Krieg ich hin. Noch haben wir ja ein paar Dias, ne? Ich glaube, 48 habe ich schon mal für Rüstung versaut. Ja, für dich und Bio. Schnittstellenrohren waren die, Kreuzungsrohre waren die. Etwas Selfie machen oder was? Nein, da? Ich dachte gerade, mein Handybildschirm ist schief. Rutenbestellrohr. Und dann mache ich die anderen Kreuzungsrohre auch nochmal zu Schnittstellenrohre, ne? Oder brauchen wir noch irgendein anderes Rohr, bevor ich die jetzt wieder verdaddel? Ich bin mir gerade nicht sicher. Erweiterungsrohr. Das Firewall brauchst du auf jeden Fall nicht, aber ich weiß, ich bin mir gerade nicht sicher bei dem roten, bei dem ganz rechten. Bei dem, ja. Einfach präventiv eins machen. Das kann man tun. Wie macht man das? Kreuzungsrohr und Redstone, okay. Ich mach einfach mal eins, ja? Ja. Und dann brauchen wir bestimmt zwei oder so. Ups, das war ich. Manchmal ist es auch das Fokus da, ja. Warum auch immer. Das Coole ist, man kann auch noch ein zweites Mikro anschließen. Okay, dann brauchen wir noch die Chips. Ja, was? Warte, soll ich die anderen Kreuzungsrohre nochmal zu... Nee, lass die erstmal. Okay. Nicht, dass wir dann nachher noch welche brauchen. Ich mach das mal zu unserer Projekttruhe hier. Ja. Kann man dann auch zugreifen? Ja, cool. Warum arbeiten wir nicht gleich damit? Fällt mir gerade ein. Hab ich mich auch gefragt, seit Anfang des Projekts. So, okay, Chips, gucken wir mal. Was brauchen wir denn für Chips? Chips. Genau, genau diese Chips. So. Du brauchst erst die Null-Logik. Null-Logik? Wutenchip. Cool. Papier. So, drei Goldnuggets, Papier und Redstone. Also Goldnuggets, Redstone, nur Papier, das haben wir wieder nicht. Ich glaube, ich mache mir gleich mal einen Reissalat oder sowas. Aber für die anderen brauchst du auch noch Lima. Für Lila. Also Papier habe ich schon mal, ein Buch habe ich schon mal gesehen. Papier leider noch nicht bisher. Du kannst Holz auch in Pulverweiser packen und kriegst dann Dingens raus. Holz, Dust und das kannst du dann zu Papier schaffen. Das Zeug hier? Sägemehl? Nee, nicht Sägemehl. Das hast du ja in die Sawmill. Ach, du meinst diese komischen Woodchips da, ja, genau, ne? Ja, Woodchips. Bretter oder? Nee, unverbraucht, unverkraftetes. Weiß ich nicht, warte, ich muss mal irgendwann kurz gucken. Was gibt das für Holz? Tannenholzbretter. Ach, scheiße, drauf geschissen. Nicht Redstone Ofen. Was denn? Das da? Pulverizer, ja. Ach so. Pulverisierer. Ach, da hat er den Holzkohle gemacht oder was? Und daraus mache ich Papier? Ja. Lol, wie cool ist das denn? Aus Holz kann man Papier machen. Wenn man behindert.
Das ist ja so viel witziger mit Facecam. Dead hair. So, erstmal das hier ausmachen, dass ich überhaupt was sehe. Like a boss. So, ich glaube, waren nur zwei. Drei davon. Und zwei Redstone, ne? Und einer reicht. Oder brauchen wir davon? Verdammt. Ja, dann mache ich gleich mal ein paar mehr. Ja, nur bestimmt schon. So. Dann machen wir es gleich. 21 ist durch 3 teilbar. Ja. Was? Impossible. Also, du brauchst ganz viele von den Chips. Je nachdem, wie viele Truhen du haben willst. Dann mache ich doch mal glatt ganz, ganz viele. Reicht das? 15? Ja, vorerst müsste es reichen. Kann man die wie. Ach, das wäre jetzt heftig, wenn man die nicht stacken könnte. Irgendwie hätte ich ein doofes Gefühl gerade. So. Ich hoffe, wir brauchen noch nicht allzu viele Gold Nuggets. So, also haben wir schon mal 15 davon. Packe ich die einfach mal hier rein. Und dann brauchen wir. Du brauchst Item Responder Chips. Moment. Das er? Wie viele? Auch so viele wie Truhe. Pro Truhe brauchst du, glaube ich, ein. Okay, das sind doch die, dass der darauf zugreifen kann von dem Bestellrohr, ne? Ja. Okay. Aber warte. Nochmal die anderen, kurz durchgehen, die anderen Chips. Nein, den brauchst du nicht. Den brauchst du auch. Und den türkisen und die lilanen. Der da, der Terminator. Nee. Extraktor-Chip und Broadcaster. Sendungschip ist das. Noch einer. Ja, der da. Oh, dafür brauchen wir auch noch so eine Dinger. Ja, du brauchst die für alle. Ach du Kacke. Mit den Logikdingern kannst du so nichts anfangen. Ach so, okay, gut. Also mit was machen wir, was fangen wir an? Mit Responsor? Ja. Orange ist in der Bar. Wow. Wie toll. Haben wir nicht? Rot, gelb, okay, das sollte man nicht. Ist gut, dass wir Geld mitgenommen haben. Vielleicht ist das ein Trui drin. Oh, endlich keine Truenception mehr. So, mal schauen. Gelb. Goldgute. Wie viel mache ich? Du brauchst für Lila wahrscheinlich auch noch welche, wenn du keinen Lila-Farbstoff hast. Also mach erstmal ein paar. So? Ja, das ist reichen. Das erste. Ich hab grad nichts anderes, was weiß ist. Oh, jetzt hat Trui das aufgesammelt. Trui steht auf Gesichtsbesamung. Oh Mann. Ach ja. So, 15 davon. Und dann machen wir Responder-Chips. Also das, Redstone und Eisen. Eisen. Ach, ich habe auch noch Eisenblöcke. Ich wollte schon sagen, wo ist das ganze Eisen hin? Nö. Ich muss mir das nochmal angucken, ich kann mir das nicht merken. So. Ich brauche erstmal Lomar. Ah, das gibt immer nur einen, ne? Ach du Kacke. Sind das nur noch 10? Das Rezept davon. Von? Das? Von dem Chip. Ist so das? Nein, geh da nochmal drauf. Von das. Und drück mal Shift rechts weg. Shift? Auf das Fragezeichen. Also Shift rechtsklick. Geht das hier nicht? Oh, schade. Wieso, was hätte das gebracht? Dass es die Sachen sofort einfügt und du nur noch rausziehen musst. Also praktisch, dass die Sachen schon okay. In dem Feld drin. Okay. Fahren Sie fort. Lol, ich kann nur zwei machen, oder? Ach du Scheiße. Wir brauchen ein paar mehr als zwei, oder? Ja, wir probieren das erstmal aus und machen von dem Kistensystem eine. Ich glaube, ja, du zeigst mir erstmal, wie das System funktioniert. Den Rest schaffe ich dann noch selber.
Ich meine, ich bin ja nicht doof. Nee, bin ich ein bisschen. So, dann mache ich noch ein paar. Nee, dynamisch brauchst du nicht. Extraktor. Ja, Extraktor brauchst du. Dafür brauchen wir Türkis. Machen wir aus türkisem Farbstoff, machen wir aus Grün und Blau. Ja. Haben wir Grün? Nee. Wir haben vorhin aber Kakteen geerntet.